Wie geht richtiges Spielen mit dem Hund? Spielen ist ein Wunderding. Beim Spielen können wir uns fantastisch gegenseitig kennenlernen, so gut wie bei fast all keiner anderen Aktion. Sie kennen das vielleicht aus dem Bekanntenkreis. Wenn man mit Freunden zusammen ein Spiel spielt, dann lernt man plötzlich die Stärken, aber auch Schwächen des Gegenübers ganz genau kennen und ist sich danach noch viel vertrauter, weiß noch besser, miteinander umzugehen. Beim Spiel zwischen Hunden, aber auch zwischen Hund und Mensch, ist das ganz genauso. Wir lernen, den Hund besser einzuschätzen, beschäftigen uns mit ihm im Nahbereich, er lernt unsere Mimik, unsere Stimmung besser kennen, wir werden einander vertraut und sehr innig miteinander. Wichtig beim Spiel ist immer, dass der Hund nicht überdreht. Das heißt, dass wir auch immer noch die Kontrolle über das Spiel behalten. Wichtig beim Spiel ist aber auch, dass es ein echtes Spiel ist. Das heißt, dass es frei von Zwang und frei von irgendeinem Ernst oder irgendeiner Aufgabe ist. Wir spielen ganz einfach mit unserem Hund, weil es Spaß bringt. Und dabei können wir auch mal der Verlierer sein. Hunde lieben Menschen mit Humor, die nicht immer das Gefühl haben, sie müssten sich behaupten. Denn das sind wirklich souveräne Menschen, die wirkliche Chefs sind. Im Spiel können wir deswegen auch gerne mal hinter dem Hund herlaufen. Er hat eine tolle Beute und wir kriegen ihn nicht. Wir stolpern vielleicht sogar und fallen hin. Das finden Hunde großartig, dafür lieben sie uns. Aber in anderer Situation haben wir wieder die Beute erobert und verstecken sie und der Hund muss sie vielleicht finden. Anschließend wird wieder getobt und gespielt. Ja, so erleben wir mit dem Hund zusammen eine großartige Zeit, haben viel Spaß zusammen und das verfestigt die Bindung wie kaum eine andere Aktivität mit dem Hund.